Ja, die Edda mit ihren 130 Pfund, das ist schon ein fettes Teil und macht auch richtig Spaß damit zu schießen. Wir haben sehr oft Kundenanfragen, die sagen, ja, meine Frau kann die damit schießen oder ich bin jetzt nicht der voll durchtrainierte 130 Pfund. Ist das überhaupt was für mich? Ja, denn wir haben die Lösung dafür. Wenn du wissen willst, was das bedeutet, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rosson vom Survival Shop über Lenzkunst. Schön, dass du dabei bist. Die Edda, die EK Edda wird standardmäßig mit einem 130 Pfund Bogen ausgeliefert. Der hat dann auch hier diese zwei Dämpferelemente und die braucht er auch. Gut, jetzt kommt auf die Frage, René, schafft das meine Frau? Oder Leute, die sagen, ich bin schon älter oder ich habe irgendeine körperliche Einschränkung. Ist ja alles okay. Schaffe ich das? Und wir haben sie ausgeliefert und ich sage, probier es mal. Und dann sagen mir die Leute, das funktioniert alles nicht gut. Ich habe eine Lösung. Aber ganz kurz noch, schau mal her. Das Aufspannen, das kennst du ja schon, da habe ich schon wieder dazu gemacht, das will ich jetzt gar nicht beschreiben. Aber ab hier wird es unangenehm und da das letzte Stück. Da braucht man Kraft und das, da kommen manche einfach nicht drüber. Gut, dann nachher das Schießen, ja, das ist eh leicht, ja. Aber genau das ist der Punkt. Also das Aufspannen, das geht alles und ab da. Und das schafft er manche nicht. Und dafür haben wir jetzt den 90 Pfund Bogen und den installieren wir jetzt gemeinsam und dann machen wir einen Schusstest, nämlich wir probieren aus, ob es wirklich notwendig ist, einen 130 Pfund Bogen zu haben. Und wenn das interessiert, dann bleibt noch dran. Gut, also wie geht das jetzt? Standardmäßig das Magazin, das ist ja drauf montiert, da ist hier so eine kleine Schraube, die drehen wir ab und alle, die bei mir die Edda gekauft haben, haben ja einen kostenlosen Video-Online-Kurs bekommen zu Pflegehinweisen, wie man es installiert, wie man das Leuchtpunktvisier einschießt und all die Sachen. Das sind halt die kleinen Extras, die es für meine Kunden gibt. Aber das ist halt so. Aber schafft man ohne Anleitung auch nur, braucht man da ein bisschen mehr Zeit. Magazin runter. Und ja, jetzt kann ich den Bogen rausnehmen. Um den Bogen zu montieren, ich meine, das hat eh jeder selbst gemacht, weil die Edda ja auseinandergebaut, geliefert wird, die muss man dann nachher zusammenbauen. Hier ist ein Drucktopf oder ja, Hebel oder ein Bolzen, muss man richtig sagen, den muss man aufmachen und dann kann man den Bogen demontieren. Und jetzt kommt eben dieser Ersatzteilbogen raus, den es bei mir im Shop gibt. Ich gebe da unten einen Link, den kannst du dort kaufen, den 90 Pfund Bogen. Und wir werden dann nachher sehen, ob da jetzt wirklich dann so viel Unterschied ist. Ja? Kannst du gespannt sein. Und dann nachher diesen Hebel hier vorne wieder reindrücken und die Sache ist erledigt. So, und jetzt sitzt das Ganze, wieder das Magazin hernehmen, einsetzen, ist alles, es muss nur schön eingesetzt sein, also man darf nicht hudeln, wie man in Österreich sagt. So, genau, aber das ist dann immer der kleine Vorführeffekt. So, Hammer. Dann wo habe ich jetzt den Schrauben, der ist sicher runtergefallen. Und auf den solltest du aufpassen. Das passiert auch dem einen oder anderen Kunden, dass sowas verloren geht. Ich suche ihn dann einfach wieder reinschrauben und dann ist die Sache wieder geritzt. Ja, und jetzt schießen wir mit dem 90 Pfund Bogen und schauen uns an, wie tief das ins Ziel eindringt. Ja, was ist nun die Testanordnung? Ich habe hier oben einen neuen, funkelnagelneuen Schießsack aufgestellt. Ja, und der ist jungfräulich sozusagen, wenn man das so sagen darf, also noch nie benutzt. Und wir schießen jetzt einmal mit dem 90 Pfund und einmal mit dem 130 Pfund originale Edda blaue Bolzen mit diesem Schraubfeldspitzen rein. Die sind auch deutlich schwerer als die roten, mit den roten, also die Pfeile Bolzen mit den roten Federn. Die hier sind auch von EK nicht freigegeben für die Edda. Aber nicht aus dem Grund, weil die schlecht wären oder kaputt werden, weil das auch manche sagen, das ist alles ein Blödsinn, weil ich das hundertfach getestet habe. Nein, es ist manchmal so, dass die nicht reinpassen, weil diese Federn zu weit vorne sind und man dann die nicht einlegen kann. Das heißt, es ist ein Glücksspiel. Manchmal passt eine Charge wieder rein und dann wieder nicht. Und daher sind nur die blauen freigegeben und sinnvoll. Naja, gut. Na gut, jetzt habe ich geplaudert. Ich gebe jetzt nur einen Bolzen rein, laden mit dem 90 Pfund Bogen und dann schauen wir uns gleich an, was der macht. Gut, die Distanz wird die gleiche bleiben, das kann ich gleich dazu sagen. Spannen und ich merke jetzt gleich einmal, das ist viel lustiger. Also die Manuela zum Beispiel, meine Frau, mit dem 90 Pfund Bogen, alles überhaupt kein Problem. Spannt sie auf, das macht ihr Spaß. 130 Pfund, vergiss es, überhaupt kein Thema. Das macht sie nicht mit. Aber der 90 Pfund Bogen ist super. Und jetzt noch was. Warum 90 Pfund? Ja?
vielleicht muss ich ja wieder entspannen. Und das geht mit den 90 Pfund auch viel, viel leichter, weil man dadurch ja einfach weniger Kraftaufwand hat in der Schnelligkeit. Und noch was, diese Armbrust hier, da geht es um Kadenz, also schnelles Schießen, 5 Bolzen, boom, 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 raus. Und wenn ich nicht fit genug bin, aus welchem Grund auch immer, ja, und das ist keine Schande übrigens, ja, dass ich das vernünftig mit den 130 hinkriege, dann hat es keinen Sinn. Dann macht es auch keinen Spaß mit dem Schießen. Aber jetzt habe ich geredet! Jetzt schießen wir mal. Also, gleich einmal Nummer 1, das Manko von diesen kurzen Pfeilchen. Die gehen so tief, teilweise in die Ziele rein, dass diese blauen oder roten, ist ja vollkommen wurscht, diese Federn abgerissen werden. Da sind die längeren besser. Das ist einfach so. Da musstest du mit irgendwelche Stöpseln vorne drauf geben, dass sie nicht ins Ziel reinfahren. Das ist auch ein großer Nachteil. Da müsste das Ziel dann wieder härter sein. Also da gibt es ja dann auch andere Möglichkeiten. Und das Problem ist dann bricht dieser Carbonschaft. Also das ist halt manchmal nicht so einfach. Gut, ich war jetzt relativ nah dran. Ich schieße normalerweise von weiterer Distanz, dann gehen sie nicht so tief rein. Aber das hast du jetzt einmal gesehen und den lasse ich auch stecken. Und jetzt schießt er mit 130 Pfund. Und ja, was ist dein Tipp? Verschwindet der? Ist der überhaupt weg oder ist der genauso weit drinnen? Bin schon gespannt. Ja, ich habe jetzt umgebaut. Du siehst, der 130 Pfund Bogen mit diesem Dämpfern hier. Wieder einen blauen Pfeil, selbe Spitze, selbes Gewicht. Weil da werden wir dann eh gleich drüber sprechen, weil ja viele immer sagen, Stärke ist besser, Stärke ist besser. Ja, genau. Reden wir gleich drüber. Aber es geht, aber es ist natürlich viel schwieriger. So, und jetzt schießen wir den auch. Und ich bin so gespannt. Ich weiß es wirklich nicht, was rauskommt. Schauen wir nach. Also, das ist jetzt komisch. Und das muss jetzt am Schießsack liegen, weil ich einfach nicht genau getroffen habe. Also das kann nicht sein. Das kann es nicht sein. Wir werden das Ganze jetzt wiederholen und ich werde da noch einmal reinschießen, ja, damit ich auch daher treffe, weil ich glaube, das kann nicht stimmen. Das kann nicht stimmen. Also gut auf ein neues. Und ja, so ist die Welt. Jetzt bin ich aber echt gespannt. Noch einmal. Ah, jetzt passt's, jetzt ist es schon an der Stelle härter. Schau mal her. Während der 90 Pfund heraußen steckt, ist der 130 pfündige Schuss versenkt. Also das steckt da jetzt da drinnen und ich werde das dann nachher rausziehen, aber das ist egal. Aber das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied im Ziel. Und da ist anscheinend irgendwas Härteres und hat das gebremst. Aber das ist der Unterschied. Ja, was ist nun mein Fazit zu dieser Sache? Diese Diskussion, 130 Pfund Bogen für die Eder, weil 90 Pfund, das ist nichts. So, meine Gedanken dazu, du kannst das anders sehen, aber meine Gedanken. Was ist das? Ein Sportgerät, das man ein bisschen schießen kann. Und manche meinen auch, wie zum Beispiel auch der nette Herr, der da drauf verewigt ist, der Jörg Sprave, hat der auch dazu sagt, das ist eine taktische Armbrust. Zum Beispiel für Verteidigungssituationen oder sonst was. Eine taktische Armbrust. So. Das heißt, es ist jetzt keine Jagdarmbrust. Okay? Aber manche denken da jetzt einfach so mal drüber nach. Alles Verbot und macht das bitte auch nicht. Ja? Also wirklich, ja, wirklich. So. Aber jetzt denkt man mal ganz kurz nach. Du hast jetzt gesehen, was auf diese Distanz, auf dieses Ziel hier, das sicherlich härter ist als ein Weichziel, also Fleisch und Knochen und Muskeln. Bei mir eher fetter, ich gebe es zu, aber und Organe, so, das ist sicher härter. So, wie viel Unterschied das gemacht hat, 90 zu 130? So viel, ein Ötzerl, wie man in Österreich sagt. So, wozu brauche ich diese Energie überhaupt? Wir haben jetzt einen 130 und einen 90 Pfund Bogen gleich weit ausgezogen, das ist wichtig, weil ich kann dieselbe Leistung, wenn er es denn aushält, auch mit einem 90 Pfund Bogen haben, wie mit der 130er, ich muss es nur weiter ausziehen. Also das ist auch klar. So, 130 Pfund, 90 Pfund. Wozu ist das da? Das ist dazu da, um mir den Bolzen, den Pfeil überhaupt zum Ziel einmal zu bringen. Das heißt, wenn du dir anschaust, die Bogenjäger, Crossbowjäger und auch Compoundbogenjäger in den USA, da geht es einfach darum, die Energie
ja, muss auch da sein, damit man überhaupt zu dem Tier, dass der Pfeil einmal dorthin fliegt. Die lassen, übrigens, wenn du dir das auf YouTube anschaust, gibt es viele Jagdvideos dazu, die Tiere auch relativ nah ran. Ja? Warum wohl? Aber egal. Und jetzt kommt der Punkt. Das heißt, es muss einmal hinkommen zum Ziel. Und dann muss der Bolzen so viel Energie auch noch haben, um in den Wildkörper einzudringen, wenn wir jetzt über Jagd sprechen. Und das tut auch beides. Das tut dann 90 Pfund auf dieser Distanz. Ja, man, kommen wir mal zu einem Tier so nah hin. Aber wie gesagt, ist alles verboten. Und ich möchte auch hinzufügen, ich halte das für absolut blöd. Ja? Ich halte das blöd. Mach das nicht. Ja? Hier in der Umgebung, wo ich wohne, hat mal irgendjemand mit einem Sportbogen, mit einem Feldpfeil auf ein Reh geschossen. Ja? Wie kann man sowas tun? Ja? Also bitte. Nur hypothetisch. Aber 90 Pfund geht in den Wildkörper auch rein. Es geht nur darum, dass dann genug Energie da ist, um in den Wildkörper diese Energie reinzubringen. Und das ist der Punkt. Mit so einem lustigen Feldpfeil hier, da, ja, eine Sportspitze, sondern da muss eine Jagdspitze drauf, ein Broadhead, ja, sozusagen. Und die muss in den Körper rein und muss dann irgendwas treffen, wo es halt unangenehm wird. Das heißt, Blutgefäß, ja, Herz, Lunge vielleicht anstechen, ist kein Blutgefäß, man auch, aber Arterie, irgendwas, damit da dementsprechend eine Wirkung oder Gehirn, ja, Träger, irgendein Nerven, irgendwas, ja, treffen, damit sich da überhaupt was tut. Weil wenn es einfach durchschießt, dann ist einmal gar nichts. Das Tier verendet einfach. Das entzündet sich, wenn da keine Organe drauf werden, nichts ausrinnt, das entzündet sich, da kommen dann irgendwelche Fliegen rein, Maden, fressen das Tier aus. Fürchterlich. Also das ist ein Blödsinn. Das ist Blödsinn. Und der Broadhead braucht nur so viel Energie, um in diesen Wildkörper reinzukommen und einen Schaden zu verursachen. Und das sind auf diese Distanz, eindeutig, wir haben es gesehen, kein Unterschied, ob ich mit 130 oder mit 90 Pfund schieße. Das hier, wenn es eine, es ist ein Sportgerät, ja, es macht für manche Leute keinen Spaß, mit 130 Pfund zu schießen, weil das Aufziehen einfach so schwierig ist. Ja, dann ist das keine Schande, einen 90 Pfund Bogen zu nehmen. Echt nicht. Echt nicht. Und wenn es da um Jagd geht, in Survival-Situation oder sowas, und du kannst den 130er nicht aufspannen, ja, dann nimm den 90er, ich meine, komm mal in die Nähe von der Tier, so, ja. Das Einzige, was man da schafft, ist vielleicht der Eichkastel, und da weiß ich nicht, aber Themenwechsel, ja. Alles verboten, machen wir nicht. Aber von der Idee her, immer diese, die Pfund sind's, die Pfund sind's, die Pfund sind's. Die Pfeilgeschwindigkeit, die spielt auch eine ganz große Rolle. Da gibt es so viele Komponenten. Wie schwer ist das Geschoss sozusagen, also der Pfeil, noch einmal? Für den Einsatzgebiet von dieser taktischen Sportarmbrust oder sportlichen taktischen Armbrust ist auf kurze Distanz, ist die kurze Distanz, Ultrakurzdistanz. Und da ist es sehr egal, ob man 90 oder 130 Pfund nimmt. Und wenn du Indoor schießen willst und üben willst, mit dem 90er überhaupt kein Thema, beim 130er würde ich schon nachdenken, weil wenn das abprallt, aber auch okay. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber das sind so meine Gedanken dazu. Und abschließend, Bogenjagd ist in Österreich, Deutschland und ich glaube auch in der Schweiz verboten und macht das nicht. Ja? Diese Ideen, dass man das illegal irgendwie macht, macht das nicht. Ja? Es ist, fahr nach Ungarn, dort ist das erlaubt. Oder in die USA, da ist das was anderes, aber wir machen das nicht. Das bringt nämlich auch die gesamte Bogensport und Armbrustschießer und all die in Verruf und das wollen wir nicht. Das war's. Schreib mal was, wie du das siehst. Ich weiß, da wird es jetzt den einen oder die andere reißen und sagen, ma, dieser dicke Glatzkopf aus Österreich, ist alles nicht wahr, das, die Pfund sind alles. Das sind so viele Komponenten. Und das ist auch kein Jagdarmbrust. Ne? Kauf der Raven oder Excalibur oder was es sonst alles so noch gibt, das sind dann Jagdarmbrüste, aber nicht das hier. Schreib mal einen Kommentar. Daumen nach oben oder nach unten, billige Eigenwerbung, den Link in den Shop zur Edda, die wir jetzt auch wieder auf Lager haben und natürlich auch zu den Bogen. Abo dalassen, anderes Video. Es hat mich gefreut. Und sauber bleiben und brav bleiben. Ciao, ciao.